damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Motovlog. Ach ja, ich bin noch immer mit meinem Bike unterwegs, mit meiner neuen Honda CBR 600 RR. Folgt mir auch auf Instagram, wenn ihr Bilder von diesem Prachtexemplar sehen möchtet. Da heiße ich The Real Slutty. Ja, und warum ich da The Real Slutty, beziehungsweise The Real Slutty ist genau gleich wie vorher und nicht mehr The Real Slutty heißt, das erzähle ich euch heute. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, im Bike-Reveal-Video von diesem Motorrad habt ihr gesehen, auf einmal heißt der Slutty nicht mehr Slutty mit U, sondern Slutty mit A. Was ist da los? Und das erzähle ich euch heute. Warum heiße ich Slutty mit A jetzt? Ich gebe euch dazu ein paar Beispiele, beziehungsweise ein paar, ich erkläre euch, warum das so ist. Und wir müssen nach links, ne? Hasi. Und genau, ich erkläre euch, warum das so ist, warum ich das gemacht habe und warum es eine sehr gute Entscheidung war. Beziehungsweise bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht, aber warum ich es machen werde, alles klar. Zeitblase und so, ihr kennt es. Auf jeden Fall. Erstmal vielleicht zum warum heiße ich überhaupt Slutty? Ja, das werde ich 1000 Mal gefragt. Oder warum hieß ich überhaupt Slutty, also mit U? Woher kommt der Name? Und zwar ist es so, passt mal auf. Früher, ja, also als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren und als ich diesen YouTube-Channel erstellt habe, da... kotzen. Oh, so eine schöne GS, Mann, die ist so wunderschön. Als ich diesen YouTube-Channel erstellt habe, da war es so, dass ich damals ja nördlich von Stuttgart ganz früh mit Motorrad unterwegs war und da ist eine Motorradstrecke, die heißt der Preforst, ja, weil damals hieß ich ja noch nicht Slutty, sondern damals hieß ich ja noch Preforst-Slutz. Und wie gesagt, der Preforst, das ist so eine alte Bergrennstrecke, die ist nördlich von Stuttgart und da war es eben so, dass ich, ja, wie sagt man, da halt den ganzen Tag gefahren bin, ja, und ich bin sehr unkreativ, was Namen angeht. Und dann dachte ich mir, hey, ich nenne mich irgendwas mit Preforst. So kam erst dieses Preforst-Slutz zustande. Das ist natürlich die ganze Geschichte, nachdem ich dann gesagt habe, okay, ich will irgendwas mit Preforst heißen, dachte ich mir, okay, nur Preforst ist auch dumm. Da habe ich noch was dran gehangen. Und damals gab es ganz viele Leute, die hießen Grip-Slutz und Speed-Slutz und so. Die waren damals ziemlich groß und dann dachte ich, ach komm, nenne ich mich Preforst-Slutz. Ja, ich war damals auch, also es war nicht nur ich, es war eine ganz kleine Gruppe, die es heut gar nicht mehr gibt, so in der Form. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mich deshalb Preforst-Slutz damals genannt. Und dieses Preforst wird ja mit V geschrieben, also ist so ganz komisch geschrieben. Und das konnten immer die Leute nicht aussprechen, die dachten immer, es ist Englisch. An der Stelle grüße ich Blackout, der es nämlich auch nicht aussprechen konnte. Und der hat mich dann nämlich immer, oder mehrere Leute haben mich dann nämlich immer nicht Preforst-Slutz, sondern Slutty genannt, ja. Und dann dachte ich irgendwann, ach, das kann echt keiner aussprechen, ja, völliger Scheiß. Komm, nenne ich mich einfach um in Slutty, viel, viel besser. So, und davor ist mir dann, klar wusste ich, dass das Slutty an sich dieser Name, ja, beinhaltet ja das Wort Slut, was ja Englisch ist für Schlampe, darf ich jetzt eh nicht sagen, für Schlampe oder sowas, also sehr negativ behaftet ist, gell. Und, komm mal zu dir rüber, Hase. Und ja, das war mir da aber egal, weil ich dachte, also zu dem Zeitpunkt hatte mein YouTube-Kanal gerade, ich glaube, 3.000, 4.000 Abonnenten, also nicht der Rede wert. Und ich hätte halt nie gedacht, dass das wirklich mal so groß wird. Und deshalb habe ich auch nicht weiter über den Namen nachgedacht. Ja, klar, am Anfang war es ein bisschen komisch, dass überall, ach, wir müssen ja nach rechts, wir müssen ja noch ein Stück weiter, was los? Dass am Anfang dann überall, ja, sagen wir mal, komische Sachen kamen, wenn man Slutty eingegeben hat. Das war mir am Anfang halt einfach egal. Aber je größer die ganze Sache jetzt wird und je öfter ich darauf angesprochen werde, desto mehr stört es mich. Desto mehr stört es mich einfach wirklich. Und ich dachte, was soll ich machen? Ich will mich nicht ganz umbenennen, weil ich bin nun mal Slutty. Das ist ja auch irgendwie was Provokatives, finde ich, ja, dieser Name. Der sagt ja auch was aus, ja. Der sagt ja auch, ich provoziere ja gern. Also jetzt nicht im schlechten Sinne, sondern im, ich denke, ganz guten Sinne. Und ja, das wollte ich beibehalten so in der Form. Und ja, da kam mir einfach die Idee, was ist denn, wenn ich das U in ein A umbenenne? Weil ich habe alles abgecheckt, wenn man Slutty mit A googelt, da kommen, ich weiß nicht, was das ist. Bitte googelt mal Slutty mit A und erzählt mir, was das sein soll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ja, ich finde, damit ist das Ganze halt viel, viel besser. Ja, es war nämlich so, dass ich dieses Slutty mit U, zum Beispiel Hashtag Slutty auf Instagram, funktioniert nicht. Ich blende euch da ein paar Beispiele mal ein. Ich kann Slutty mit U nicht auf Instagram als Hashtag benutzen. Da passiert einfach nichts, ja. Es gibt ganz viele Spiele, zum Beispiel Forza Horizon 4, da kann ich Slutty mit U nicht als Namen nehmen oder als Kennzeichen nehmen, weil es geblockt wird. Auf Twitter kann ich mich nicht, auf Twitch kann ich mich nicht Slutty mit U nennen, weil es geblockt wird, ja. Und auf dieses Ganze, ich muss mir immer dann was überlegen. Und da muss ich immer Leuten erklären, warum ich so heiß und so. Und auf dieses Ganze, auf diesen ganzen Kack hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich glaube, das ist verständlich irgendwie. Ja, wie gesagt. Und dieses Slutty mit A, das ist halt einfach der
beste Möglichkeit für mich, meinen Namen zu behalten. Ich bin immer noch Slutty. Es ändert sich ja rein gar nichts. Außer, dass ich halt mit A geschrieben werde und nicht mehr mit U. Ja, hier sind jetzt ein paar... ich dachte, hier ist ein bisschen leerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Weil eigentlich wollte ich hier mal ein Video drehen. Also für euch ändert es euch nichts, aber wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, weil diese Namensumstellungen sind immer so ein bisschen strange, brauchen immer ein bisschen, bis sich da YouTube und so dran gewöhnt habt, dann sucht bitte mal ganz oft einfach Slutty mit A und dann Motorrad oder Slutty mit A Honda oder so, dass diese Suchkriterien mit Slutty mit A mal ein bisschen gefüllt werden. Es ist nämlich auch so, wenn man nach Slutty mit U gesucht hat auf YouTube, dann hat man keine Vorschläge bekommen. Ich blende euch das auch gerne mal ein. Weil dieses Wort einfach geblockt wurde. Ich meine, das ist ja auch logisch, das ist ja auch nicht so cool, das Wort. Ja, wie auch immer. Also für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe mit sehr vielen Leuten vorher drüber geredet. Ich habe auch im Livestream, wenn ihr mir meine Livestreams anschaut, habt ihr es vielleicht auch gesehen, habe ich euch auch ein paar Mal gefragt und so ein bisschen, dies, das. Und eigentlich alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, ja, oh, ist eigentlich eine sehr gute Idee. Viel besser kann man es nicht machen. Und genau, deshalb schreibt gerne mal eure Meinung zu meiner Lösung zu diesem Problem in die Kommentare. Interessiert mich natürlich, was ihr davon haltet. Und wir sind jetzt angekommen am Spot, bei dem wir hoffentlich mein Bike-Reveal-Video drehen. Und zwar hier oben in diesem wunderschönen Parkhaus. Vielen, vielen Dank an der Stelle fürs Zugucken. Ah, ne, komm, wir fahren noch eins weiter. Ich will das Parkhaus hier nebenan. Ja, will ich hin. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Ja, ich werde heute noch ein Video aufnehmen. Warum ich jetzt ein bisschen vorproduzieren muss, erzähle ich euch in dem Video, das ich danach aufnehme. Gut. Oh. Also bis dahin. Tschüss.